Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am Anfang möchte ich nur natürlich auch eine kurze Kritik äußern. Wenn wir gemeinsam die Anhörung zur Südbahn im Ausschuss beantragen und durchführen, fände ich es auch fair, wenn wir dann versuchen, uns abzustimmen, ob wir auch gemeinsam einen solchen Antrag stellen können. Es war deutlich, dass wir an diesem Anliegen ein gemeinsames großes Interesse haben. Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt uns das die Chance, außerhalb der gedrängten Haushaltsdebatte dieses sehr wichtige Thema zur Sprache zu bringen. Wir werden diesem Antrag zustimmen und das nicht deswegen, weil wir die Argumentation des Ministers für falsch halten. Und ich will kurz erklären, wie wir zu einer solchen Einschätzung kommen können. Es ist richtig, dass wir erheblich in diese Strecke investieren müssten. Die Zahl ist genannt worden, über 47 Millionen Euro, um einen wirklich attraktiven Bahnverkehr auf dieser Strecke herzustellen. Es ist richtig, dass der Bus um Größenordnungen preiswerter ist, als mit der Bahn zu fahren. Und es ist auch richtig, dass die derzeitigen Fahrgastzahlen eher für einen Bus sprechen als für die Bahn. All diese Punkte werden nicht bestritten. Es ist sogar richtig, dass Plau am See sogar profitieren wird von der Umstellung auf den Busverkehr, weil sie bisher durch die Bahn nicht ausreichend angebunden werden können. Die Bahnstrecke liegt da halt nicht. Und wenn wir trotzdem zu einer anderen Erkenntnis kommen, dann kommen wir zu dieser Erkenntnis aufgrund des Gutachtens. Das Gutachten hat unter 2.1 die strukturellen Rahmenbedingungen aufgeführt. Und das kann ich allen nur noch mal sehr empfehlen, sich das ans Herz zu legen. Dort wird aufgeführt, wie stark der Bevölkerungsrückgang in dieser Region ist. Er ist im Durchschnitt fast 10% ist die Bevölkerung zurückgegangen zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2011. In also einer wirklich überschaubar knappen Zeit geht die Bevölkerung massivst dort zurück. Der Gutachter und auch die Landesregierung ziehen natürlich daraus den Schluss, wo keine erheblichen Fahrgastzahlen mehr vorhanden sind und die Tendenz ist ja offensichtlich eindeutig, die Bevölkerung zieht weg aus den Regionen, brauchen wir das Massenverkehrsmittel Bahn nicht und für die Menschen, die dort noch sind, ist der Bus durchaus attraktiv. Der Bus kann mit alternativen Antriebsarten ausgerüstet werden, Fahrräder können mitgenommen werden. Der Bus ist im Einzelfall sogar ökologischer als die Bahn, was auf Versäumnisse der Bahn vor allen Dingen zurückzuführen ist, denn man hätte durchaus was machen können. Wenn wir also sagen, die Südbahn soll trotzdem erhalten werden, und zwar auf der gesamten Strecke, dann ist das für uns ein Bekenntnis zu einer Region. Warum ist das anders als mit dem Busverkehr? Den Busverkehr, und das ist sein Vorteil und der gleichzeitige Nachteil für die Menschen vor Ort, der Busverkehr kann flexibel umstrukturiert werden, kann genau die Orte anfahren, die jetzt gebraucht werden, und die können genauso schnell wieder abbestellt werden. Das führt für Menschen, die langfristige Entscheidungen treffen müssen. Wo siedle ich mich als Familie an? Wo baue ich ein Haus? Wo erhalte ich mein Haus? Wo gehe ich, wenn ich älter werde, hin? Führt das dazu, dass das bedeutet Unsicherheit? Denn ich weiß nie, ob nicht die Kinderzahlen wegbrechen, deswegen der Schülerverkehr wegbricht, deswegen für mich als alter Mensch in dieser Region, in bestimmten Orten, dann kaum noch öffentlicher Personennahverkehr existiert, weil der Bus eben sehr flexibel ist und einfach abbestellt werden kann, wenn die notwendigen Zahlen nicht mehr vorhanden sind. Die Bahn, und das ist ihr Nachteil, mit den erheblichen Investitionen, bedeutet praktisch, dass sich das Land zu dieser Strecke und zu diesem Entwicklungskorridor bekennt und sagt, dauerhaft wollen wir den erhalten, wir nehmen richtig Geld in die Hand und das ist quasi wie so ein Nukleus für eine spätere Entwicklung, wenn wir demografisch immer weiter gesund schrumpfen oder schrumpfen, nicht gesund schrumpfen ist Quatsch, völliger Quatsch, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Gesund schrumpfen ist Quatsch, aber wir schrumpfen, das können wir im Moment nur sehr schwer aufhalten, aber wir brauchen eine Region, wo klar ist, wenn ich dorthin ziehe, wenn ich dort mein Haus baue, wenn ich dort mit meiner Familie wohne, bin ich dauerhaft abgesichert durch einen sehr attraktiven und guten Personennahverkehr. Und deswegen glaube ich, ist die Bahn ganz klar die richtige Entscheidung. Ich möchte auch deutlich die Kreistage kritisieren. Denn das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Kreistage sich zwar klar und deutlich zur Südbahn bekannt haben, im Konkreten beim Schülerverkehr allerdings kaum etwas geleistet haben, um zu sagen, der Schülerverkehr muss so organisiert werden, dass die Schüler im Wesentlichen mit der Bahn fahren. Sondern dort haben sich die Busunternehmen durchgesetzt, zumal die Kreise auch an den Busunternehmen direkt beteiligt sind, die gesagt haben, das organisieren wir lieber selber, denn ansonsten sind ja dann unsere Busverkehre defizitär. Ich möchte deutlich die Bahn kritisieren. Das kann man sicherlich
nicht für die Jahre vor 1989 tun. Da ist allgemein Investitionsstau angesagt gewesen. Und dieser Investitionsstau auf der Strecke ist schon relativ lange, deswegen jetzt die hohen Investitionssummen. Aber spätestens ab 1990 hätte die Bahn anders mit der Strecke umgehen können. Man hat die Bestellung gerne entgegengenommen, man hat dort kaum investiert und die Folge ist völlig logisch. Jetzt haben wir einen derartig massiven Investitionsstau, dass es natürlich durchaus ein wichtiges Argument ist zu sagen, das würden wir uns gerne sparen, lasst uns doch einfach die Strecke da zumindest eindampfen, damit wir diese Kosten nicht haben. Ich sehe durchaus Möglichkeiten, mit Mitteln, die das Land zur Verfügung gestellt bekommt, auch diese Strecke zu erhalten, auch diese 47 Millionen zu bezahlen. Und ich möchte nur ein konkretes Beispiel nennen dafür. Wenn ich sehe, dass im neuen Bundesverkehrswegeplan die Kreuzung A14, A20, wo es bereits ein Autobahnkreuz gibt, mit der Begründung für 20 Millionen angemeldet wird. Man wolle eine kleine Abkürzung für Autofahrer haben, weil es doch logisch sei, sie könnten besser dann nach rechts nach Rostock abbiegen. Ich freue mich als Autofahrer drüber, nur die Investition ist völlig sinnlos, wenn ich sehe, dass uns diese Mittel genau bei der Südbahn fehlen könnten. Deswegen von unserer Fraktion, trotz der richtigen Analyse, die auch das Verkehrsministerium ja gemacht hat, kommen wir zu diesem anderen Schluss und sagen, das ist das Rückgrat dieser Region, das ist ein dauerhaftes Bekenntnis des Landes zu dieser Region und deswegen brauchen wir die Strecke dringend und deswegen sind auch die Kreistage und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen an dieser Strecke gut beraten, mit dem Land in Verhandlungen zu treten und zu sagen, was können wir als Anlieger mit zur Finanzierung dieser Strecke beitragen. Wir hatten bei uns in der Fraktion ein Unternehmen zu Gast, die sich mit der Elektrifizierung solcher Strecken befassen, die auch nicht nur die Elektrifizierung für den Bahnverkehr wollen, weil natürlich klar ist, bei den wenigen Zügen wird das schwierig, die Elektrifizierung zu bezahlen, sondern die gesagt haben, für das Thema Ausbau erneuerbarer Energien werden dringend Netze gebraucht. Und sie schlagen eine Mischfinanzierung vor, wo sie sagen, da legen wir mehrere 110 kV-Trassen, zum Teil in den Bahnkörper, zum Teil aber auch einfach für die Stromtasse rein und sind damit in der Lage, erstens die Elektrifizierung zu bezahlen und zweitens den notwendigen Netzausbau in der Region voranzutreiben. Solche Projekte müssten zumindest geprüft werden. Unser großes Problem ist tatsächlich, dass wir werden das ja auch machen und die Linke macht es auch, wir werden Anträge für den Landeshaushalt stellen, dass wir die Mittel für das Jahr 2015 entsprechend wieder aufgestockt haben wollen. Für mich ist dabei auch ein wichtiges Signal von Frau Ulbricht, der Staatssekretärin, die gesagt hat, die Finanzgründe sind nicht die entscheidenden Gründe gewesen. Das bitte ich zu berücksichtigen. Wenn die Finanzgründe nicht die entscheidenden sind, sondern sagt, das hat was mit unserem Konzept zu tun, wie wir eine Region oder wie wir den Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr entwickeln wollen, dann glaube ich, ist es richtig zu sagen, wir können das nochmal überdenken. Das ist wichtig für den gesamten Südabschnitt unseres Bundeslandes und wir sollten da nochmal zu einer anderen Einschätzung kommen. Deswegen habe ich auch geklatscht bei Ihnen, Herr Minister, weil Sie ja gezeigt haben, es geht in die richtige Richtung. Sie haben bestimmte Streckenabschnitte mit einbezogen. Ich glaube, wenn sich alle nochmal an einen Tisch setzen, wird es möglich sein, diese Strecke dauerhaft wieder instand zu setzen und dann auch dauerhaft diesen SBNV an dieser Strecke wieder zu bestellen und zu betreiben. Ich danke Ihnen.